Na, bist du wieder fleißig am Nichtstun? Nee. Also schwer beschäftigt? Richtig. Das sieht gewaltig nach Arbeit aus. Ich mach Kontrolle. Was ist denn da? Ich hab mir neue Maschinen gekauft. Wo sind die denn? Und ich denke, sie funktionieren gut. Was hast du dir denn jetzt gekauft? Der neue Rasenmäher. Guck, da ist einer davon. Ein Schaf? Nein, Schafe. Ach du meine Güte. Siehst du? Und was kontrollierst du? Die Schnitthöhe. Die Schnitthöhe? Ja. Soll tief geschnitten werden. Nicht hier so und da so. Alles schön gleich hoch. Nein, so geht das nicht. Da muss man dann einfach ein bisschen kontrollieren und alles einstellen. Einstellen? Ja, die Schnitthöhe. Bei einem Schaf. Aber das muss bei jedem Einzelnen eingestellt werden. Und dann habe ich sie alle auf einer gleichen Höhe. Oh. Ich glaube, das ist eine Schaf. Da kann ich etwas tiefer stellen. So. Jetzt sollte es besser sein. Ja, was denn? Das sind die besten Rasenmäher. Ich dachte, du magst kein Schaf. Richtig, weil die Wolle zwischen den Zähnen meistens stört. Du musst die Haut vorher abziehen. Ei, bockig ist er. Nee, das war eine Fehlzündung. Du und deine Rasenmäher. Ihr seid's. Vorteil, wenig Verschleiß. Ach. Braucht keine Werkstatt. Kann ja auch nicht viel kaputt gehen. Keine Ladestation. Arbeitet auch nachts. Und zwar geräuschlos. Zumindest meistens. Und CO2-neutral. Auch gut für die Ecken und unterm Zaun. Das kannst du mit deinem Rasenmäher nicht. Dafür habe ich einen Freischneider. Mit integriert. Und gleichzeitig wird das Gras gedüngt. Mulchen die auch? So, ich muss jetzt ins Büro. Warum? Ich beantrage eine Bezuschussung für Grünflächenpflege. Da muss man dann einfach ein bisschen kontrollieren und alles einstellen. Jetzt habe ich es auch gemerkt. Aber ich bin an seinen Eiern. Auf. Geh weg.